Habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, wer Lockdown eigentlich war, woher er kam und warum er so gehandelt hat, wie er es im Film getan hat? Wenn ihr eine Antwort auf diese Frage haben wollt, dann bleibt dran. Sogar die Decepticons haben Angst vor ihm, denn sobald Lockdown angeheuert wurde, um einen Auftrag zu erfüllen, hält ihn niemand auf. Er gehört keiner Fraktion an und betrachtet die Autobots und Decepticons nur als zankende Kinder. Anderen Spezien sind ihm egal, außer sie sind ihm von Nutzen. Lockdown ist ein Kopfgeldjäger mit Leib und Seele. Er erfüllt immer die Verträge und Missionen, denen er zugeteilt wird, solange er dafür bezahlt wird. Es kümmert ihn nicht wirklich, was er tun muss, um seinen Vertrag zu erfüllen. Wenn es sein muss, werden ganze Planeten zerstört. Lockdown ist dafür bekannt, die Waffen der Feinde zu plündern, sodass er seine Waffenkammer ständig vergrößert. Über Lockdowns Gesicht verläuft eine lange Narbe. Es gibt viele Gerüchte darüber, woher er sie hat. Einige sagen, es sei ein Zusammentreffen mit Megatron gewesen. Aber niemand weiß es genau. 5 Jahre vor der Schlacht von Chicago war Lockdown Teil eines Dreierteams mit Drift und Knucklehead auf Cybertron. Während Drift einen Autobot-Außenposten mit minimalem Blutvergießen erobern wollte, dachte Lockdown, es wäre einfacher, alles zu bombardieren. Auch wenn das bedeuten würde, keinen Außenposten zu besitzen. Lockdown befolgte den Befehl nicht und exekutierte die Gefangenen. Drift stoppte ihn und gab ihm die Chance zu erklären, was das sollte. Lockdown lachte und sagte, dass die Gefangenen Verräter seien. Sie entsorgten die Überreste in einem Graben aus geschmolzenem Stahl. Drift war sich dessen bewusst, dass er Lockdown nicht töten konnte, solange er in Allianz zu Megatron stand. Mit einem neuen Körper ging er kurz darauf zur Erde und wurde von Nest unter unbekannten Umständen gefangen genommen. Doch nur um Teil von Bloodagons Bande zu werden. Er gesellte sich zu der Splitterzelle von Decepticons und hatte große Freude daran, von seinen Folterungen an Smokescreen zu erzählen. Als die Autobots die Decepticon-Basis in Russland aufspürten, wurde Lockdown angewiesen, ihnen einen Hinterhalt zu bereiten. Gegen Ende der Schlacht von Chicago ermordete Lockdown sofort Knucklehead, als er erfuhr, dass Megatron von Optimus Prime getötet wurde. Drift, jetzt ein Autobot, fand die versteckten Truppen auf dem Mond und wusste, dass Lockdown mächtiger geworden ist, als er dachte. Lockdown übernahm bald die Kontrolle über die verbliebenen Decepticons auf die Erde, hielt sich aber selbst zurück. Eines Tages beaufsichtigte er einen Hinterhalt in Indonesien. 3 Decepticons würden ein paar hundert Menschen töten und die vorhersehbaren Autobots dazu bringen, in einem alten holländischen Fort Jagd auf sie zu machen. Der Hinterhalt funktionierte nicht und er sah zu, wie Crosshairs im Alleingang sein Team auslöschte. Doch die Autobots ahnten nicht, dass er in der Nähe war und sie beobachtete. Später verließ er die Erde, um wieder als Kopfgeldjäger tätig zu sein. Nach einiger Zeit gelang es Zoyex, eine Cosm-Auftragskillerin, die Kontrolle über sein Schiff zu erlangen. Sie hatte es geschafft, dass sich seine gesamte Schiffsverteidigung gegen ihn richtete. Es gelang ihm jedoch, alle Verteidigungsposten zu zerstören und sie mit Hilfe der Schiffshologramme glauben zu machen, dass er tot war. Nach ihrer Niederlage wurde Lockdown von seinem neuen Arbeitgeber mit einem Job auf der Erde kontaktiert. Und genau dort setzt die Handlung von Age of Extinction ein. Der Rest ist Geschichte. Wir wissen, dass Lockdown den Kampf mit Optimus Prime nicht überlebt, aber bis zu diesem Zeitpunkt war einer der besten und stärksten Bösewichter im Transformers Filmuniversum. Ja, das soll es gewesen sein. Das war mein kleines Infovideo zu Lockdown aus Age of Extinction. Wie gesagt, ein Charakter, den ich sehr, sehr cool finde. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und haut rein. Bis zum nächsten Mal.